Die SG Brockstadt will den Deckel drauf machen auf den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Gute Möglichkeit diesmal, denn man spielt beim Tabellenletzten Rot-Weiß Koblenz im Stadion Oberwerth. Rein in die Partie, die Brockstadt wieder mal in Schwarz und mit einer Ecke von Leon Pomnitz. Wir sind früh im Spiel, so nach 8 Minuten. Die Faustabwehr des Torhüters, die Möglichkeit zum zweiten Ball, stattdessen läuft der Konter. Marius Köhl, das ist jemand, der macht der Brockstadt heute richtig, richtig viel zu schaffen, setzt sich durch gegen Christian Gaudermann und sein Abschluss knapp vorbei am Tor von Tobi Wolf, der diesmal wieder für Samuel Zapico zwischen den Pfosten stand. 35. Minute und schaut euch dieses Loch an. Yusuf Marudis passt in die Mitte und da ist ja weit und breit überhaupt niemand bei Marius Köhl. Und dann darfst du dich nicht beschweren, wenn der Gegner ein Tor macht. 35. Spielminute, Rot-Weiß Koblenz, das Schlusslicht geht mit 1:0 in Führung. Dann eine Szene, die tut weh beim Zuschauen. 40. Minute, Tobi Wolf, Erik Ganim und dann kommt der Ball gleich lang nach vorne von Tobi Wolf. Und Moritz Reinhardt macht ihn dann wieder scharf, er kommt in die Mitte und dann kommt es zu einem unglücklichen Zusammenprall hier zwischen einem Koblenzer und Luka Garic. Der erwischt Garic volles Programm im Gesicht, natürlich unabsichtlich, aber ihr seht die Reaktion von Tobi Wolf, von seinen Mitspielern, die sich sofort um ihn kümmern. Luka Garic verliert in dieser Szene 2 Schneidezähne. Die Spieler haben noch gesucht auf dem Platz, ob sie die Zähne noch finden, sie haben sie nicht gefunden. Richtig, richtig unglückliche Szene, gute Besserung Luka Garic von dieser Stelle. Wir schauen uns das nochmal an in der Zeitlupe, natürlich keine Absicht, er geht da hin und das ist unglücklich. Ja, und hier nochmal Tobi Wolf, das nimmt er natürlich mit. Garic muss runter, logischerweise. Kurz vor der Pause, Schwächung und Rückschlag für die SG Brockstadt. Rein in die zweite Halbzeit, wir sind so in der 60. Minute. Freistoß durch Jan Lüttke. Lüttke macht die Sache direkt und er kommt nicht schlecht, beinahe der Ausgleich in dieser Situation. Dann gibt es einen Freistoß für die Mannschaft aus Koblenz. Und den zieht hier Rick Esel aufs Tor und Tobi Wolf ist zur Stelle, verhindert das zweite Tor für Koblenz. Dann kommt Dominik Rummel, 68. Spielminute, gemeinsam mit Robin Fabinski ins Spiel. Und diese Szene ist 8 Minuten später. Ecke Leon Pomnitz, in der Mitte steht Dominik Rummel und da ist es. Sein erstes Regionalliga-Tor, das wird ihm guttun. Nach etlichen Verletzungen hat sich immer wieder zurückgekämpft. Und hier wird er belohnt mit dem Ausgleichstor. Ihr seht gleich Leon Pomnitz, wie er ihn herzt. Ja, super Szene, super Situation. Nochmal die Ecke von Pomnitz und der Ausgleich von Dominik Rummel. Ja, und eigentlich kann man so eine Sache dann auch mal nach Hause bringen. Und man kann sogar noch mehr. Man kann das Spiel nämlich gewinnen. Koblenz sucht seine Chance und läuft jetzt in einen Konter. Die Brockstadt in der 3. Minute der Nachspielzeit. Das ist eine Riesenmöglichkeit jetzt, zum Siegtreffer, da ist Dominik Rummel, der legt ab für Kevin Hillmann. Ja, und die Chance vergeben. Ihr seht es oben auf der Uhr, die Zeit schon 2,5 Minuten drüber. Und dann ist sie 5 Minuten drüber. Und dann kommt die letzte Szene des Spiels und der Auftritt von Thilo Töpken. 2:1 gewinnt Rot-Weiß Koblenz gegen die Brockstadt. Und trotzdem, der Klassenerhalt ist sicher, weil Wormatia Worms zeitgleich sein Heimspiel gegen Freiberg mit 1:3 verlor, ist die Brockstadt gerettet. Glückwunsch an die Mannschaft und den Trainer.